Ja, das ist natürlich richtig, dass man das Denkmal jetzt nicht bemalen sollte. Aber was ich eben vorgelesen habe, das war der Aufruf der Berliner Geschichtswerkstatt vom 24. Oktober 1989, also 10 Tage vor dem Mauerfall. Da war das Denkmal noch kein Denkmal, sondern eben ein Ort, wo Menschen daran gehindert wurden, von der einen Richtung in die andere Richtung zu gehen. Heute ist das natürlich etwas anderes. Also wie gesagt, Aufruf 24 Jahre alt. Jetzt soll das Denkmal so bleiben, wie es ist, da sind wir uns völlig einig. Genau, Herr Kavelat hatte quasi die Vision, die bevor die Mauer fiel, die Sie in der Berliner Geschichtswerkstatt bereits hatten, angesprochen. Und jetzt soll natürlich die East Side Gallery so erhalten bleiben, wie sie ist. Bis auf diese Banner, die wir hier gespannt haben, wo sich jeder für den heutigen Tag, für den 24. Tag des Mauerfalls, gerne mit verewigen kann. Hab ich noch einen Sprecher oder eine Sprecherin? Ich kann ansonsten von meiner Seite erzählen, ich war fast 16, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich war in der Schule, ich musste zur Schule, aber am Tag danach, also am 10. November, saßen wir alle völlig gebannt in unseren Klassenräumen. Die Lehrer hatten Fernseher aufgestellt und wir konnten uns die Bilder von diesem freudigen Abend, 9. November 1989, in aller Ruhe angucken. Der Unterricht fiel aus. Auch so macht man jungen Schülern Hoffnung und Freude, dass in der Welt noch was bewegt werden kann, ohne Gewalt. Auch darauf möchte ich nochmal hinweisen, dass das hier, dass hier auf dem Todesstreifen gebaut wird, dass bei der Möglichkeit der Flucht aus der DDR über 1000 Leute ums Leben gekommen sind und erst dann in den Wendejahren glücklicherweise eine friedliche Revolution stattgefunden hat. DJ Blume möchte direkt was sagen, jetzt einmal ohne Musik. Ja, also ich arbeite ja auch mit bei der Bürgerinitiative East Side Gallery retten und wir planen jetzt eine Straßenumbenennung durchführen zu lassen. Wir haben einen Antrag an die Gedenktafelkommission Friedrichshain-Kreuzberg gestellt und die sieht vor dem Namen als ein passenderen Namen als Mühlenstraße zu verschaffen. Wir müssen auch mit der Wahrheit anfangen und haben uns für am Todesstreifen ausgesprochen. Ich denke, es gibt 3 Aspekte, die ganz wichtig sind. Die möchte ich schon mal hier an der Stelle verkünden. Das erste ist, wir wollen die Verwechslungsgefahr ausschließen beim Auffinden dieses Ortes. Die Mühlenstraße gibt es 4-mal in Berlin, nee, 7-mal sogar. Das heißt, wenn man nach Mühlenstraße guckt, spuckt Google mitunter was vollkommen anderes aus. Und dann gibt es noch das Problem, ja, es gibt noch hier mehr als 60 Orte, die mit Mühlen behaftet sind. Also es ist nicht dem Ort würdig, einen Straßennamen zu verpassen, wo man einfach dann die East Side Gallery nicht findet. Und dann gab es noch den Aspekt mit der, natürlich mit der Geschichte. Ich habe es mal zusammengerechnet, dass pro Monat innerhalb von 28 Jahren, also jeden Monat, einer an der Berliner Mauer umgekommen ist und bis zu 5 Leute sind pro Monat an der innerdeutschen Grenze ums Leben gekommen. Und das ist die Realität. Und diese dürfen wir nicht verleumden, wir müssen sie aussprechen. Und ich hoffe, dass wir dafür dann unsere Zustimmung auch bekommen können. Ja. Also, Dankeschön. Ich denke, also das Prozedere läuft jetzt wie folgt ab. Eine Straßenumbenennung kann, es reicht aus, sie über den BVV laufen zu lassen und auch über ein einfaches Verfahren. Es gibt also mehrere Möglichkeiten, an den BVV ranzutreten. Das ist einmal eben halt diese Gedenktafelkommission. Es gäbe auch Parteien als Möglichkeit. Ja, Bezirksverordnetenversammlung. Danke. Also dann gibt es die Möglichkeit über Parteien im Bezirk und dann gibt es die Möglichkeit,
ja, direkt über ein Bürgerbegehren, was dann ein Bürgerentscheid veranlasst. Also das ist, sind übrigens auch ganz allgemein eure Möglichkeiten, eure demokratischen Möglichkeiten, die ihr immer nutzen solltet. Und bleibt dran, wir bleiben dran. Ja, und genau, wenn Volksentscheide und Bürgerentscheide stattfinden, das möchte ich auch nochmal an dieser Stelle sagen, Leute, nehmt dran teil. Nehmt verdammt nochmal an diesen Bürgerentscheiden und den Volksentscheiden dran teil. Weil wir können hier noch ewig quatschen, aber wenn ihr nicht dran teilnehmt, dann passiert gar nichts. Deswegen immer, wenn was läuft, bleibt dran, Leute. Vielen Dank, DJ Blume. Als nächstes haben wir, hier läuft gerade ein Trabi-Corso, vielleicht nochmal winken, kleiner nostalgischer Moment.